Hallo Leute, willkommen zu Let's Ask Luigi LP. Ja, heute zwar leider sonntags, aber ich denke, damit habt ihr kein Problem. Aber die Folge wird wieder muah, sehr gut. Kommen wir nun auch direkt zur ersten Frage. Was ist dein Lieblingsitem bei Mario Kart? Egal welcher Teil, kann auch aus Double Dash sein. Ihi. Ich hoffe, das hat deine Frage ausgiebig beantwortet. Nächste Frage. After 2 days in the desert, los, sing mit, weiter bis zum La 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 la. Doppelpunkt, D kleiner als 3. Yeah. Okay. After 2 days in the desert sun, my skin began to turn red. After 3 days in the desert fun, I was looking at a river bed. And the story told of a river that flowed made me sad to think it was dead. You see, I've been through the desert on a horse with no name. It felt good to be out of the rain. In the desert, you can remember your name, 'cause there ain't no one for to give you no pain. La 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 la. Will Luigi LP sich demnächst bei Supertalent bewerben? Heiko ist nämlich so von deinem Singen beeindruckt. Gerüchten zufolge soll Luigi LP die Babyangewohnheit haben, alles in den Mund zu nehmen. Warum macht er das?
Hast du ein Problem damit? Schelle? Oder willst du etwa schon wieder mal eine Cockschelle haben? Gibst du kleinen Kindern Eis, damit sie es vor deinen Augen lutschen? Oh ja. Yeah. Oh ja. Yeah. Genau so sieht's aus. Ah. Nein, nein, nein. Nächste Frage. Ah! Justinus. Stultus. Est. Für die Leute, die es nicht wissen. Justinus Stultus Est heißt... Justin ist... Ist Justin dumm? Nein! Ist er nicht! Ja, okay, vielleicht ein bisschen. Nächste Frage. Wenn du Pizza so gerne magst, möchte ich anmerken, dass man Maggi und Pizza kombinieren kann. Was hältst du von Maggi Pizza? Maggi Pizza. Hört sich lecker an. Wobei, ich ziehe doch lieber Salami Pizza oder Schinken oder Spinat vor. Wobei, nee, lieber Salami oder Margherita, das ist ja so typisch italienisch, ja. Pizza, Pizza! Nächste Frage. Was ist deine Lieblingsfernsehserie? So. Der hat eine Kokosnuss auf den Kopf gekriegt. Warum muss ich eigentlich immer Fragen stellen? Darum! Verdammt nochmal! Das war's dann wieder für heute. Tut mir leid. Ich hoffe, es hat euch gefallen und alles Gute zum Geburtstag, Tom, wenn du das hier siehst. Denn er hat heute Geburtstag. Könnt mich gerne mit einem Daumen nach oben unterstützen. Nächste Woche geht's weiter. Ciao!